Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen? Also mein Name ist Ulla Elsenheimer und ich wohne hier in Rech. Was machen Sie hier? Also ich wohne auf der anderen Seite, oben auf dem Berg, bin selbst nicht betroffen. Also nicht direkt betroffen, aber natürlich mit meinen Freunden und Mitbewohnern betroffen. Und im Moment bin ich jetzt gerade über die Fußgängerbrücke gegangen, von drüben nach hier, um meine Post zu checken und abzuholen. Jetzt sind das aber große Pakete. Jetzt muss ich nur organisieren, dass ein Auto mir die Sachen dann rüberfährt, weil das kann man nicht rübertragen. Wollen Sie uns verraten, was drin ist in den großen Paketen? Ja, Hundefutter. Ah, ja. Ja, ganz wichtig, weil ich habe sehr viele Hunde und alte Hunde. Wir haben auch Spenden bekommen. Ich habe auch selbst, ich bin im Tierschutz, Spenden organisiert, aber alte Hunde stellt man nicht mehr um. Also wenn man jetzt hier bei den Bedingungen dann einen Hund hat, der Durchfall hat oder sich übergibt oder krank wird, ist das sehr schwierig. Dann hat meine Schwester, weil Internet ist nicht, meine Schwester hat es bestellt und inzwischen können wir es wieder hier hinschicken lassen. Und das ist super. Und wie geht's jetzt den Hunden? Durchwachsen. Also oh, die Hunde kriegen das auch mit. Sie sind auch wirklich sehr, die ersten zwei Wochen sehr angeschlagen gewesen. Zum Teil auch nicht rausgegangen. Also das ist jeder, aber alle vier reagieren unterschiedlich drauf. Aber der Älteste ist halt 17,5 und den hat es schon sehr getroffen. Aber wir versuchen Routinen aufzubauen. Wir sind aber den ganzen Tag drüben auf der Baustelle. Also die Hunde sitzen im Auto. Wir gehen morgens runter, abends wieder hoch. Für sie ist das jetzt auch nicht so viel Zeit und Energie. Aber wir hoffen, dass es nächste Woche wieder besser wird. Und um es mal anschaulich zu machen, wie konkret sind die Hunde betroffen? Also wie äußert sich das? Ja, und also ich habe ja unterschiedliche Tiere aus dem Tierschutz. Also der eine zum Beispiel ist 8 Tage lang nicht weiter als 20 Meter von unserem Zuhause weggegangen. Für alles Geld der Welt nicht, beziehungsweise für jedes Leckerli der Welt nicht. Also er merkte die Veränderung und diese Tiere, die aus dem Tierschutz sind, haben immer Verlustängste in dem Augenblick. Das heißt, der ist einfach nicht weggegangen, weil er irgendwie wahrscheinlich gedacht hat, wenn die jetzt so weit von mir weggeht, bringt die mich nicht zurück. Die zwei kleineren haben ein Energielevel bis zum All. Die sind ganz aufgeregt, die muss man morgens im Wald oben, weil wir haben ja auch nur bedingte Gassi-Strecken im Moment, oben im Wald müde machen. Und der 17,5-jährige Labrador, der hat total abgebaut. Der hat wirklich absolut abgebaut. Ne? Den haben wir jetzt wieder ein bisschen gerichtet, aber ich glaube, die Katastrophe hat ihn dann so den Rest gegeben. Ne? Also in dem Alter kann man diese Veränderungen und Veränderungen von Routine nicht mehr regulieren. Die anderen gewöhnen sich jetzt dran, aber ihm fällt es schwer. Ich versuche natürlich, seine Routinen aufrechtzuerhalten, aber ich habe ja selbst keine im Moment. Ne? Das ist wie man Routinen im Kriegsgebiet etablieren. Ne? Also das Leben ist ja anders, ne, als es vorher war. Ja, was war dein Problem gestern bei der Post? Also ich hatte 3 Pakete, ich habe Hundefutter bestellt, ich habe einen sehr alten Hund, den man nicht einfach mit irgendeinem Futter futtern kann und die waren sehr schwer. Und dann habe ich in die Recher Bürger-App, die haben so eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich habe 3 Pakete, könnte mir die jemand mitnehmen, der gerade bei der Post ist, und eine Stunde später standen sie zu Hause bei mir vor der Tür. Weißt du, wer der liebevolle Helfer war? Nee, ganz ehrlich nicht. Ich habe nicht von jedem Telefonnummern und somit nicht den Namen, aber ich versuche das noch rauszufinden, wer das jetzt genau war von unseren Dorfbewohnern, und dann werde ich mich auch nochmal bedanken. Das heißt, das funktioniert hier ganz uneitel und ja, schnell. Ja, bei den meisten. Ne? Es gibt ja immer die Ausnahmen, aber die meisten sind solidarisch und helfen sich. Ja. Wie geht es den 4 Hunden jetzt? Ja, die sitzen jetzt wieder im Auto. Ich habe ja keinen Hundesitter, immer noch nicht, weil wir hier noch arbeiten. Aber ich hoffe halt, dass wir am Wochenende mit den Gröbsten durch sind und dann gibt es auch wieder Zeit für die Hunde und dann fahren wir auch mal hier wieder raus. Wer ist das? Also das ist auch ein kleines Flutopfer. Den haben mir jetzt Freunde aus Dernau gebracht, weil ich habe die auch bei mir im Garten und ich bin ja Tierschützer. Der ist aber wirklich deutlich kleiner, als ich jetzt dachte. Die Mutter ist, haben sie tot gefunden und haben ihn jetzt fangen können und haben ihn jetzt gebracht. Jetzt bringe ich ihn hoch in den Käfig. Ich habe immer Notkäfige. Muss mich dann aber tatsächlich mal mit den Experten kurz schließen, weil der so jung ist, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie ich ihn am besten päppeln kann. Ja. Und wie heißt dieser Tierart?
Das ist ein Gartenschläfer. Also der gehört zu den Bildchen und ist ein Gartenschläfer. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr bewegen. Der hat ein bisschen ein Gesicht wie ein kleiner Panzerknacker. Also sieht aus wie ein Siebenschläfer. Den verwechseln auch oft Menschen, die mit einem Siebenschläfer. Die haben aber hinten so einen kleinen Puschel am Schwänzchen. Wenn die größer sind, ist der ausgeprägter. Und daran erkennt man die. Und ich bin auch in so einem Programm mit der Uni Gießen, weil ich die bei mir im Garten habe, weil die zum Teil, der Bestand sich deutlich reduziert hat hier in der Gegend. Sind die vom Aussterben bedroht? Nicht überall, aber zum Beispiel hier in der Gegend werden sie geschützt. Und ich habe seit 5 Jahren bei mir im Garten die und fütter die auch regelmäßig und mit Winterquartier. Vielleicht kann ich ihn ja retten und damit mit der Familie zusammenbringen oder ich bringe ihn tatsächlich in eine Wildtierstation, weil er doch sehr, sehr jung noch ist. Ne? Dürfen wir einmal das Panzerknacker-Gesicht sehen oder wäre das... Ja, ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt einfach so nehmen kann. Ich will jetzt auch nicht, dass er hier raushüpft. So. Oh, wie süß. Wie ne? Süß. Ich tue ihn, süß. So, das ist er. Ich tue ihn aber direkt wieder rein, wenn er mir jetzt hier... Alles gut, siehst du? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Yes, so, wir gehen jetzt, guck da, also jetzt gehen wir nach Hause. Aber er ist sehr lebendig, wie man sieht. Also vielleicht schafft das. Nee, musst du stehen. Hier ist mein Ding. Ja, genau. So, genau. Ja? Der Rest machen wir oben, genau. Was passiert jetzt mit unserem kleinen Freund? Der geht jetzt zu mir hoch. In den Notkäfig. Ich habe so kleine Notkäfige. Und dann werde ich versuchen, die Wildtierstation zu erreichen, dass die mir sagen, was ich mit ihm machen soll, weil er doch extrem klein noch ist und jung. Und ich habe eigentlich immer nur größere, ältere Tiere gepflegt. Und dass die mir sagen, was ich dem jetzt am besten zu essen und zu trinken gebe. Weil der ist mit Sicherheit immer noch bei der Mutter gewesen. Und nee, wir müssen hier geradeaus. Und da müssen wir gucken, dass wir den jetzt auch nicht tot füttern. Ne? Ja. Jetzt möchte man retten, aber er ist doch noch sehr klein. Wird er sich mit deinen 4 Hunden vertragen? Nein, also der kommt in ganz sicher in den Käfig. Also die Hunde sind ja nur auch, haben alle einen gewissen Jagdtrieb. Ne? Die sitzen übrigens hier im Auto. Da können wir einen kleinen Zwischenstopp machen. Aber ich möchte halt diesen Bild jetzt auch relativ schnell. Ja, nein, nach Hause nur mal kurz den Hunden Hallo sagen. Genau, ich will ihn nämlich jetzt auch nicht länger hier in dieser Kiste halten. Das ist ja auch der totale Stress für das Tier. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich den Autoschlüssel auch irgendwo bei mir habe oder auch nicht. So. Hallo. So, hallo. Der Vorhang, der gerät jetzt gleich auf. Die sind ja einfach nur süß. Sieh hier, das ist die Lotte. Also 3 Hunde sind aus Thailand. Die Lotte ist aus Thailand. Der Mighty ist aus Thailand. Die Malu ist aus Thailand. Und den müsst ihr natürlich besonders filmen. Das ist nämlich ein 17,5 Jahre alter Labrador hinten drin, der schwarze. Der ist ja schon Methusalem. Und die müssen, wenn wir auf der Baustelle sind, sie hier im Auto sein. Dann hole ich sie zwischendurch zum Gassi raus. Sind alles Tierschutztiere. Die 3 kommen aus dem Tierheim, das ich betreue, Elfes World auf Koh Samui. Und der Labrador hinten aus Frankreich, den habe ich schon 16 Jahre. Mhm. So. Ja, die möchten natürlich jetzt auch gerne raus, aber jetzt müssen wir erst den Bilch wegbringen. Mhm. Ne? Das ist jetzt erstmal, und dann komme ich gleich wieder. Ja, ich komme gleich wieder. Ne? Ja, die sind super. Das sind mit meinen Lieblingstierchen. Das ist ein Flutopfer. Jetzt muss ich gucken, der krallt sich jetzt an mir fest, ne? Und will natürlich an meinen Fingern hier rauskommen. Das wäre jetzt aber der Super-GAU. Ne? Deswegen muss ich jetzt mal gucken, dass ich den auch hier runterkriege. Aber wenn er jetzt hier rausgeht, dann ist er weg. So, jetzt ist er gefangen. Jetzt geht er hoch, kommt in einen komfortablen Käfig und ich hoffe, er schafft's. Ne? Aber er quietscht schon, er meckert schon. Ja. Also Hoffnung besteht, dass er dann doch noch vielleicht überlebt. Ne? Ja, schön. So. Wenn man jetzt selber ein kleines Tierchen findet, kann man dann, was sollte man dann machen? Ne? Also wenn es ein solches Tier ist, es gibt ganz viele Wildtierauffangstationen für alle Größen. Und die findet man auf Facebook oder bei Google ganz problemlos. Also auch wenn man jetzt nicht weiß, dass das ein Gartenschläfer oder Bilch ist, sind das ja Wildtiere.
Und dann landet man über kurz oder lang in der richtigen Station in der Nähe. Und wie gesagt, wenn ich jetzt erkenne, dass ich ihn nicht pflegen kann, weil er noch zu jung ist oder weil ich die Möglichkeit nicht habe, dann geht er in diese Stationen. Ne? Das ist auch wichtig, dass man auch bei Vögeln, die man findet, dass man erstmal mit den Experten spricht, was man tun soll. Zum Beispiel, wenn ein Vogel einen Anflugtrauma hat, also wenn der hier vors Fenster geflogen ist, machen viele den Fehler, dass sie dem Vogel Wasser geben. Und der ist aber dann noch so tüdelig und dann erstickt er an dem Wasser. Was man tun soll, in eine dunkle Kiste, Löcher rein, warten, bis er sich wieder bewegt und dann fliegt er wieder los. Ne? Wenn er sich nichts getan hat, was die meisten tun, dann geht er wieder weg. Der braucht erstmal Ruhe, um wieder zu sich zu kommen. Das heißt, da ist auch immer wichtig, nicht so auf eigene Faust was zu machen, sondern dann auch bei den Experten nachzufragen, was ist das für ein Tier, ne, und was kann ich mit dem Tier am besten machen. Und dafür ist das Internet perfekt. Also man findet immer einen, der einem hilft oder irgendeinen Kontakt herstellt. Und das ist ja hier mit den Bildchen ganz genauso. Ne? Aber lieber erstmal irgendwie in Schutz halten. Genau, also sichern immer. Ne? Also gerade jetzt hier, die Mutter ist ja tot aufgefunden worden, der hat alleine natürlich keine Überlebenschance. Also sichern ist immer gut. Es sei denn, es ist zum Beispiel jetzt wie bei Rehen ein Rehkitz, ne? Das nimmt die Mutter nicht mehr an. Ne? Da muss man dann auch mit dem Förster sprechen, macht das Sinn? Da liegt eins, dann guckt auch der Experte. Bei diesen ganz kleinen Tieren nehme ich die jetzt erstmal, weil die Mutter ist eh tot. Ich kann ihn zu einer Mutter nicht mehr zurückbringen. Und dann nehme ich den in meine Obhut und dann gucke ich mal, wer mir jetzt helfen kann mit Rat und Tat, dass er dann vielleicht auch überlebt. Und vor allen Dingen auch, wo ich ihn dann wieder hintue, weil er hat ja jetzt keine Familie mehr, ne? Und vielleicht schließt er sich unserer Familie an, also unserer Bildfamilie, ne? Oder er wird dann einfach kommt dann in die Station und findet da vielleicht auch seine Familie wieder. Ne? Also sichern erstmal und dann genau sichern, ruhig halten, ne? Auch nicht so rumtüddeln, sondern am besten irgendwie in einen Käfig tun oder in ein Behältnis tun mit Luftlöchern, dass sie erstmal zur Ruhe kommen, nicht jetzt hier mit Futter und Tüddel und irgendwas anfangen. Ja, jetzt ist sie verrückt und dann erstmal gucken, dass man jemanden findet, der einem sagen kann, was man damit tun muss. Vielen Dank. Sehr gerne. Ist verrückt. Die haben alle ihre Vergangenheiten, ihre Tierschutzvergangenheiten, die nicht schön waren. Hallo. Aber bei ihr ist es echt so, dass sie aus Angst und Terrier auch wissen waren. Ne? Terrier sind schon ne? Speziell. Sie sollte auch nicht bleiben, sie sollte Pflegehund sein, aber sag, gib sie da. Ist auch gut so, wir geben sie trotzdem überall. Gartenschläfer. Ja, die Gartenschläfer. Also viele kennen die Gartenschläfer ja nicht. Ich kenne die eigentlich auch nur, weil sich bei mir im Garten vor 5 Jahren welche angesiedelt haben, die ich durch Zufall entdeckt habe und seither füttere und hege und pflege. Und dann kriegen die abends immer ihr kleines Buffet aus Sonnenblumenkernen und Träubchen und ähnlichem und die sind nachtaktiv. Dann fressen die ganze Nacht und dann sind sie wieder verschwunden. Und sie gehen irgendwie im Oktober, November in den Winterschlaf und kommen meistens im März wieder raus, je nach Witterung. Und ich habe da eine Kamera installiert, wo die sitzen. Da beobachte ich die nachts. Das Bild-TV heißt das übrigens. Aber wir haben ja gerade kein Internet, also ich kann sie nicht beobachten. Aber sie kommen nach wie vor zum Essen. Das machst du super. Das machst du super, Schatz. Wie geht's den Gartenschläferbabys? Also denen geht's sehr gut. Die sind in Koblenz in der Station. Da habe ich jetzt noch einmal ein Feedback bekommen, aber die haben im Moment halt auch Hochsaison, da kann man nicht ständig fragen. Aber sie haben Namen bekommen. Ich habe ja einen Aufruf gemacht gegen Spenden, durfte ein Namensvorschlag gemacht werden und sie heißen Soli für Solidarität und Ari für von der A. Mhm. Schön, also 2 passende Namen. Genau, und genau. Sie sind da in Koblenz in guten Händen. Ja, in sehr guten Händen. Sie werden dort gepäppelt und werden dann auch irgendwann ausgewildert wieder, dass sie wieder in ihre natürliche Umgebung kommen. Ja.
Was kommt jetzt wieder zurück? Die Vögel. Also es war tatsächlich so, dass die alle weg waren. Es war mucksmäuschenstill. Und also ich fühle da oben auf dem Berg die Vögel und ich habe immer sehr viel und großes Konzert. Und 3 Wochen habe ich keinen einzigen Vogel gehört. Und jetzt nach und nach kommen sie zurück, auch sehr bunt und sind sehr hungrig. Sie fressen sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wo sie sich zurückgezogen haben, aber das ist so der nächste Schritt in Normalität. Also die Natur ist da ein bisschen schneller als wir. Was für Vögel sind jetzt hier gerade wieder? Ich habe ganz, ganz viele. Also ich habe natürlich Meisen und Spatzen und Rotkehlchen und Spechte, Buntspechte. Also wir haben ein sehr großes Angebot. Nilgänse, Enten? Ja, Enten haben wir hier. Nilgänse, ob sie zurück sind, weiß ich nicht. Haben wir aber hier. Die haben immer da hinten gelebt. Die waren dann auch weg, aber die kommen bestimmt auch wieder. Dankeschön. Gerne.